komme in der Schicht faktisch um 6 Uhr in der Früh. Heute in der Früh ist es so passiert, ich habe gleich Produktwechsel gehabt. Das heißt, Papier umstellen auf andere Papier, andere Produkte, alles. Da muss ich schauen, ja, dass alles passt, dass alles vorbereitet ist. Ich arbeite 50-50 quasi einen Teil im Labor, wo ich die normale prozessbegleitende Laborarbeit mitmache. Ein anderer Teilbereich von meiner Arbeit ist die Musterbewertung und da schicken uns Lieferanten Muster und wir bewerten die dann und geben die dann dementsprechend frei. Bei der Firma Pfammer ist mein Tätigkeitsbereich Kontrolle und Überwachung von der laufenden Produktion vor und nach der Abfüllung, mikrobiologisch sowie sensorisch, chemisch etc. Ich bin nicht fix im Schichtbetrieb verankert, das heißt, ich habe relativ flexible Arbeitszeiten, muss natürlich schauen, dass meine Arbeit gemacht ist und mein Bereich in Ordnung ist. Also man kann das Arbeitsleben sehr gut mit Familienleben und Hobby verbinden. Meine Arbeitszeiten sind Dreierschicht. Vertragt sie bei mir auf jeden Fall sehr gut mit der Familie, mit Freunden etc. Wir sind im Team sehr gut, weil wir sind alle über Durchschnitt ist alle über 10 Jahre in der Firma. Und dadurch, wir sind wie Kleinfamilie, sagen wir so. Ich habe bei der Firma Pfanner wirklich schon Freunde gefunden, unter anderem auch meine beste Freundin. Es wird auch gemeinsam was unternommen, nach der Nachtschicht zum Beispiel frühstücken gehen miteinander, aber das machen sich die Kollegen dann meistens privat untereinander aus. Es gibt schon immer wieder Veranstaltungen, übers Jahr über. Wir haben eben die Weihnachtsfeier jedes Jahr, wo wir ein bisschen Teambuilding machen können. Es gibt immer wieder Feste, die der Herr Pfanner zum Beispiel veranstaltet, wo da die ganze Firma zusammenkommt. Wir haben zum Beispiel eine Schifffahrt von Passau nach Linz gehabt oder wir haben auch immer am Firmengelände halt so Feste und Weihnachtsfeiern. Es wird aber auch was dazu gesponsert, wenn man jetzt zum Beispiel abteilungsmäßig irgendwelche Ausflüge planen möchte, wird auch was zahlt davon. Ich habe zu meiner Führungskraft ein sehr gutes Verhältnis. Wir sind kollegial zueinander. Wenn ich Probleme habe, kann ich jederzeit zu ihm kommen. Wir können über alles sprechen. Du bekommst natürlich die Möglichkeit für neue Schulungen, wenn sowas ansteht. Ich habe zum Beispiel 2021 den Fruchtsaft-Sommelier machen dürfen in Deutschland draußen. Sehr interessant war und mich sehr weitergebracht hat. Meine Arbeit macht mir einfach Spaß. Ich gebe mir einfach alles von mir, für meine Arbeit. Am meisten macht mir das flexible, eigenständige Arbeiten aus, dass ich viel in der Produktion bin. Ich habe einen Teil Büroarbeit natürlich auch dabei, aber für mich ist das der größte Pluspunkt, dass ich selber in der Produktion arbeiten kann. Das macht mir am meisten Spaß.